So, meine Lieben, und damit hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Hausflipper. Ich wollte gerade schon zu dem Haus wechseln, dem aktuellen. Da ist etwas passiert. Hier, dank deiner guten Pflege wächst dein Haustier Benji heran. Beachte bitte, dass alle Haustiere, egal wie alt sie sind, viel Zuneigung brauchen. Benji ist also herangewachsen und guck mal, was er da Niedliches jetzt auf der Schulter sitzen hat. Ist das eine Farbratte? Oder ein Teddyhamster? Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls ist Benji offenbar herangewachsen. Er ist jetzt ein ausgewachsener kleiner Chihuahua. Sehr schön. Ich möchte jetzt aber hier gerne unseren Welpen mitnehmen. Zum nächsten. Ach, er hat Hunger. Guck mal einer an. Dann kriegt er natürlich erstmal was zu futtern. Was zu futtern, was zu fressen. Wasser gibt's auch. Stimmt, der hat wirklich ein bisschen gewachsen noch, ne? Schön. Rexy kommt mit. Weil ich einfach vermute, dass sie dann eher... Ach, dann kommen sie beide mit. Ach, wie witzig. Na gut. Meinetwegen könnte auch beide mitkommen. Ich dachte, das kann immer nur einer mit. Okay. Ach, guck mal. Och, du Scheiße. 32 neue Tiere. Ja, dann war jetzt einmal was zu gucken. Hier Hunde, Husky. Ein junger Mops. Noch ein junger Mops. Deutscher Schäferhund. Australian Shepherd. Zwergspitz und Schwarz. Ein Labrador. Oh. Ein cremefarbener Chihuahua. Oh. Ich habe mir schon so gewünscht, dass es da auch mehrere Farben von gibt. Ein Schieber. Ah! Kleiner Beagle. Border Collie in Braun. Auch zuckersüß. Golden Retriever. Ein Rotti. Und ein Dalmatiner. Wieder in Braun-Weiß. Katzen haben wir eine Bengalkatze. Norwegische Waldkatze. Ragdoll. Auch sehr hübsch. Maine Coon. Oh, in Dunkel. Oh, die ist aber schön. Bombay-Katze. Oh, mit weißen Abzeichen. Das ist aber selten, oder? Abyssinia. Scottish Fold. Türkisch Angora. Oh, ja, okay, die ist auch richtig schick. Eine Sphinx-Katze. Britisch Kurzhaar. Siam haben wir auch noch. Oh, eine orangefarbene Tigerkatze wieder. Ah. Europäisch Kurzhaar. Und noch eine Bengalkatze. Karnickel haben wir zwei. Meerschwein. Farbratte. Meerschwein. Farbratte. Oh, in Husky-Farben, ne? Hm. Noch eine Ratte. Ein Hamster. Noch eine Ratte. Ah, eine schwarze. Wie süß ist sie. Noch ein Hamster. Und ein weiteres Meerschweinchen. So, Reptilien. Schildkröte. Schildkröte. Leguan. 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 Und noch eine Schildkröte. Ich wette, das kommt auch irgendwann mit, dass man auch junge Reptilien und so kaufen kann. Kakadu. Ah, Nymphensittich mal wieder. Oh, und ganz grau. Halsbandsittich. Oh, schön. Dieser Papagei ist einfach zu erkennen und eines der ältesten Haustiere seiner Art. Er ist ein Familienvogel und wird sich wahrscheinlich mit mehreren Menschen anfreunden. Er ist ein ausgezeichnetes Haustier, wenn man sich täglich um ihn kümmert. Okay, das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Diskusfisch. Noch ein Diskus. Ein Goldfisch haben wir. Segelflosser. Neon. Werbling. Und der sogenannte Millionenfisch. Eine Schlange nur. Und drei Spinnen. Gut, das haben wir. Karte der Aufträge. Hier waren wir, oder? Ja, Meerblick.
Duck, Stacy und ihre Kinder. Richtig, so, jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. So. So, Duck und Stacy, wo hatten wir denn nochmal angefangen? Hier nicht, wir haben oben angefangen. Ah, da sind sie alle beide, kommt da wieder raus. Das ist ja wohl süß, dass die jetzt beide mitkommen. Genau, hier hatten wir angefangen. Ja, kommt rein. Ihr Süßen. So, Laminat soll hier rein. Okay. Finde echt schade, dass wir wieder weiß streichen sollen hier. Was soll das? Ich meine, gut, jetzt mit diesem Boden passt es tatsächlich besser mit weiß gestrichen, aber wieso dieser Boden? Und wieso habt ihr beide Zeitungshüte auf? Und wer hat das gesagt? So. Dunkler Ziegel? 5 Stück. Okay. Wo? Ah, ich weiß wo. Ich sehe da schon etwas. Sehe, wir brauchen einen Kamin. Warte mal, weiß streichen. Ah, nee. Dunkler Ziegel ist hier für die Wand. Okay, ist auch in Ordnung. Dann sollten wir aber erstmal Elektrokamin. Wieso sind die Fenster denn bloß so hässlich gelegen? So. Ist jetzt natürlich irgendwie total bescheuert, dass da jetzt das Fenster so hinter ist. Aber ich kann es leider nicht ändern. Und das ist einfach der beste Platz. Hier würde auch keinen Sinn ergeben vor der Wand. Also es gibt keinen Platz, wo der Kamin Sinn ergibt. Okay, egal. So weiß streichen sollen wir. Haben wir da ja schon angedingst. Angedingst. No, das schöne Holz. Mensch, Skinners. So. Jetzt muss ich hier natürlich auch um die Fenster streichen, weil es sieht sonst blöd aus. Wenn da Holz ist. Ja, sieht nicht aus. So.
Ja, das Update hatte ja nun ein paar Tage Verspätung. Zwei, glaube ich, zwei Tage. Haben sich die Leute schon fürchterlich darüber aufgeregt. Klar, es ist schade, sie hätten nochmal schreiben können. Okay, dann und dann erscheint das Update wahrscheinlich. Ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn man das überhaupt nicht kommuniziert, ne? Aber im Grunde habe ich durchaus schon Schlimmeres erlebt. Da finde ich es viel schlimmer, wenn richtiges Release, wenn da ein Fehler passiert und das dann nicht rechtzeitig erscheint, das komplette Spiel halt. Wie es ja bei Animalia Survival war. Das war ein bisschen sehr schade und blöd gelaufen. So, wir brauchen noch eine Eimerfarbe. So. Noch ein bisschen Holz hätte ich tatsächlich auch lassen können. Okay. Ja gut, aber nur hier die Ecke Holz lassen ist auch blöde. Hier hinten die Sitzecke könnte ich eventuell so lassen. Hier noch streichen. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Was ist denn, wenn man das einfach so ein bisschen... Dann würde ich aber theoretisch gerne... Was ist denn das hier für ein Wandbelag? Ah ja. Das hier? Nee, ne? Nee, das ist ja Boden und Decke. Ich brauche die für die Wände. Das hier könnte das sein. Nee, könnte es nicht. Was ist denn das? Helle Bretter? Das ist es. Ist nur die Frage, welches. Ich glaube, das andere. Ich bin nicht sicher, müsste ich ausprobieren, ob es das ist. Hä, was? Okay, das ist es. Dann werde ich nämlich den Treppenbereich zumindest wirklich hier nur, wo der Holz, wo der Aufstieg ist.
So wie das Sveti. Jetzt müssen wir natürlich noch mal irgendwo streichen. Nee, also da muss ich hinten den ganzen Bereich nochmal. Zumindest hier das Fenster. Das sieht sonst nicht aus. Ich dachte, das könnte man so machen. Das sieht komisch aus. So. So ist das aber gut. So, schickes Sofa. Kann ich den Tisch verschieben? Bestimmt, oder? Ja. Das ist nett. Ach so, dann habe ich ja zwei Hunde, die ständig im Weg stehen. Nicht so gut. Außerdem ist das Sofa ganz schön riesig. Vor allem, hier sollen noch zwei Sessel irgendwo hin. Der kann hier erstmal stehen, so. Hängender Fernseher, gut, da haben wir jetzt natürlich überhaupt keinen. Oder wir machen es. Wir befinden uns höchstwahrscheinlich in Amerika, ne? Behaupte ich jetzt einfach mal. Huch, wir haben gerade Fernseher und eine Lampe. So, guck mal. Klassischer Teppich. Oh, nö, das ist der schon wieder. So, davon will sie zwei Blumen. Und eine Orchidee. So. Ein paar Bilder. Dann können wir es eigentlich auch ein bisschen größer machen. Schöne Bilder. Da kommen wir mit dem Regenbogen, voll hübsch. So. Damit ist dieser Raum fertig. Gefällt mir eigentlich ganz gut. So, Küche.
Einen Kühlschrank verkaufen, okay. Und dafür brauchen wir diesen Kühlschrank hier. Okay, alles klar. Der war anscheinend nicht mehr gut, der alte. So. Und dann nur den Boden neu machen. Gut, der ist wirklich nicht mehr so schön hier. Und streichen. Beziehungsweise ein paar Fliesen legen. Hier so ein paar, 20 Stück, ja. So. Streichen wir euch hier ruhig auch, also streichen ist gut, verlegen wir auch hier ruhig um die Ecke so die Fliesen. 18, 19, 20. Ich probiere mal, ob ich hier auch noch setzen kann oder ob das dann nicht passt. Rest werden wir streichen. In diesem krassen Blau. So. Ja, doch, geht gut. So, da fangen die Fliesen an. Sonne geht unter. Okay, ist aber kein Problem, dass wir da jetzt die eine Fliese mehr gemacht haben. Sehr gut. Wobei sitzen irgendwie die Hunde und glotzen mich an. Naja. Was ich mich gerade frage, kann ich auch eine Katze mit zur Arbeit nehmen? Eigentlich nicht, ne? So, das haben wir. Küche und Wohnzimmer ist fertig. Die Küche ist hübsch. Ich mag nur das hier nicht. Es ist nicht so schlimm. So, ich gehe mal. Hier geht's raus, okay. Da sind wir, glaube ich, reingekommen, kann das sein? Hier ist ein Bad. Reinige die Verschmutzungen. Wo ist denn Schmutz? Habe ich gar nicht gesehen. Streiche mit den Farben Waldnebel, okay. Und Fliesen und Bodenfliesen, neue. Alles klar. So. Fliesen. Auch das. 16 Stück. So. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn,
11, 12, 13. So machen wir das jetzt einfach. 16. So. Farbe. Mal Licht, ein bisschen dunkel hier, so. Die Farbe ist interessant. Irgendwie. So, das haben wir. Schick. Jetzt geht's runter, ne? So, hier mal ein paar Sachen zu verkaufen. So, den Tisch will er behalten. Ein Vorhang. Wandtechnisch soll das hier so bleiben? Ja, okay. Holz. Nehmen wir ruhig das hier einfach. Ach so, jetzt liegt wieder der Tisch im Weg. Oh, Katze spielt. So, das sieht doch ganz gemütlich aus. Hallo, ihr beiden. Okay, ein Sofa, noch ein Fernseher, offenbar. Ey, der Raum ist zu klein für Garderobe und sowas. Kommt schon wieder rein, glotzt direkt auf den Fernseher. So. Bei mir sollen ja auch noch Stühle dran an diesem Tisch. Wie soll das denn funktionieren? Spiegel. Eine Garderobe. Das hier ist nämlich schon wieder ein anderer Raum. Bleibt mir theoretisch nichts anderes übrig, als die Dings hier hinzuhängen, die Garderobe. Hier neben passt sie auch gar nicht und hier ist doof. Das hier ist auch noch mal so ein Garderoben-Ding. Garderobenschränkchen. Der würde daneben passen, das sieht aber nicht aus. Machen wir das so. Da steht das Sofa. Da müssen irgendwie noch Stühle drum. Und hier soll anscheinend noch irgendwo ein Fernseher hin. Okay, dann stellen wir es doch andersrum. Ich muss gleich, glaube ich, meine Haustiere mal rausschmeißen. Wo ist die Tür? Hier. Upp. Ach, jetzt komme ich da auch nicht hin. Ach, scheiße. Na komm, rein, na komm. So, Mann. War jetzt ein bisschen fies, aber ich
kann es echt nicht ändern, leider. So. Gut, zum Glück passt das da jetzt auch hin. So, dann soll man hier anscheinend auch noch sitzen. Offenbar. Weil es auch überhaupt nicht komisch ist, wenn die hier sitzen und plötzlich auf dem Esstisch. Aber ich weiß wirklich nicht, wie ich das sonst stellen soll. Naja, gut. Kann man machen. So, jetzt ist aber tatsächlich die Folge auch schon wieder rum. Na, guck mal, hier haben wir auch noch was. Okay, also wir haben offenbar noch ein paar Sachen zu tun dann. Die gibt's hier nicht, weil ich eine Lampe verkaufen sollte, aber keine neue kaufen. Gut. Okay. Ja. Gut. Auch eine Art Strom zu sparen. Gut, gucken wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Dieses Haus ist sehr kompliziert. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser kleinen Folge. Ich fand es ganz witzig, weil es einfach so komisch ist. Ja, alles diese Raumaufteilung und überall sind irgendwie Fernseher. Also diesen Fernseher verstehe ich hier überhaupt nicht. Vor allem, weil da auch nur eine Familie wohnt. Ist jetzt ja nicht so, als wäre das... Oder beziehungsweise noch ältere Generationen damit drin oder so. Dann würde ich es ja verstehen, dass man jetzt an mehreren Stellen, wenn man hier dann die Oma wohnen lässt oder so. Aber ist ja nun mal nicht so. Hier wohnt keine Oma. Naja, gut. Dankeschön fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.